Und willkommen zurück, Leute. Ein neuer Guide mit Dexo 23. Und heute habe ich euch eine Top 10 Liste der Land Damage Dealer in Ark vorbereitet. Berücksichtigt werden heute keine Flugsaurier und keine Unterwasser-Dinos. Alle Dinos, die auf dem Land laufen und die man auch zähmen kann und reiten kann. Sonst hat das auch alles am Ende dann keinen Sinn, wenn man zum Beispiel einen Moshops auf den Gegner schickt. Der macht eigentlich recht viel Schaden, aber ist jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, um wirklich im Kampf teilzunehmen. Berücksichtigt wird auch zum Beispiel das DLC Scorched Earth, weil für unsere Konsolenspieler, die haben das ja automatisch mit dazu bekommen. Das heißt, so gesehen, für die ist das auch ein Standardspiel. Für die PC-Spieler ist das die Standard-Map The Island. Deswegen berücksichtige ich auch Scorched Earth zusammen. Und natürlich für die PC-Gamer, die haben ja natürlich auch die ganzen Mod-Maps, wo da natürlich die ganzen Wüsten- und Eiszonen mit dabei sind. Also wird Scorched Earth und The Island Standard-Map mit berücksichtigt. Also kein Wasser und keine Flugsaurier. Gut, dann fangen wir mal mit der Top 10 an. Wir fangen von der 10 an und gehen runter auf die Nummer 1. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Der Spinosaurus. Der Spinosaurus ist mein Lieblingstier von der größeren Kategorie. Und der Spinosaurus ist Platz 10 mit dem Ankylosaurus zusammen. Er hat einen Standardwert, also ein Basiswert, Schadenswert von 50. Das bedeutet, das sind Werte, die ihr nicht sehen könnt. Ihr könnt das nur ausrechnen, indem ihr 50, den Standardwert, nehmt, mal den Wert eures Meal Damage. Das könnt ihr natürlich dann immer selber variieren. Umso höher es geht, umso stärker wird es. Also 50 mal 329, das wären dann 164. Und das ist dann der Standardwert, den der Spino raushaut. So. Ich mache das jetzt mal hier, ich greife den mal an und dann werdet ihr sehen, dass er immer 64 raushaut und immer wieder und immer wieder. Und das sind die Werte, wenn der Standardwert ziemlich niedrig ist, und das ist jetzt beim Spino leider nur Platz 10, dann müsst ihr das selber immer Stück für Stück immer hochtreiben und dann könnt ihr euren Lieblingsdino dann auch so gesehen stärker machen. So, jetzt geben wir dem noch ein Level. Der Ankylosaurus. Der Ankylosaurus ist nicht nur beliebt als Farmdino, sondern er ist auch recht stark. Erst recht, weil er meistens immer in der Gruppe unterwegs ist. Und der Ankylosaurus hat einen Basiswert von 50, genauso wie der Spino. Hatte ich ja eben schon mal erwähnt gehabt. Und dann wird das genau die gleiche Rechnung wieder. Dann kommt 50 mal 210%. Das müssten dann 105 sein. Müsste er aber, glaube ich, nicht machen. 104 schlägt er aus. Das kann ein bisschen variieren, ab und zu. Ja. Okay. Die hat natürlich auch einen zweiten Biss. Der macht natürlich ein bisschen weniger Schaden. Aber der Hauptschaden ist so gesehen mit dem Hammer hinten. Und deswegen ist der Ankylo mit dem Spino gleichzusetzen. Der Direbear. Der Direbear ist nicht nur wolliknollig und putzig, sondern er ist verdammt stark. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Der Direbear hat nämlich zwei Attacken. Das ist einmal der Biss und der Prankenhieb. Und deswegen pendelt der Direbear sich auf Platz 9 ein, weil er einen Basiswert mit dem Biss von 50 hat und den Prankenhieb von 65. Und das rechnen wir natürlich wie bei den anderen Dinos auch. Ihr nehmt dann wieder die 50 mal 252% und bei dem Prankenhieb die 65 mal 252%. Wir machen das jetzt mal ganz kurz bei... Ach komm, wir nehmen direkt mal hier den Kollegen Bären. So, der Biss ist 126. Und der Schlag ist 163.
Ihr müsst natürlich, wie schon am Anfang erwähnt, müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Euer Wert eures Dinos, ist egal welchen ihr habt, kann ziemlich hoch sein, wenn der Basiswert aber ziemlich niedrig ist, dann bringt das auch nicht unbedingt viel. Wenn ihr jetzt ein Spino habt und der hat einen ziemlich hohen Damage-Wert, hat aber einen Basiswert nur von 50 und dann habt ihr einen Rex, der hat weniger Damage als Prozentzahl, hat aber schon mal eine Startzahl von 62, dann ist das natürlich, dann müsst ihr gucken, dass der G-Rex auch mit dem niedrigen Damage-Wert mehr ausschlägt, mehr Schaden macht als der Spino zum Beispiel. Der Terrazino. Der Terrazino hat einen Basiswert von 52. Damit pendelt er sich auf Platz 8 ein. Jetzt würde natürlich einige aufschreien, warum ist der Direbear nicht auf 8 und der Terrazino auf 9. Der Direbear ist zwar mit dem zweiten Angriff stärker, mit 65, hat aber dadurch so gesehen, indem er mehr Stamina, also mehr Ausdauer verbraucht, ein Nachteil, weil er kann diesen Prankenhieb nicht oft austeilen. Man muss schon ein riesengroßes oder hohes Level haben, dann erst ist das die zweite Attacke sehr, sehr sinnvoll. Da muss man aber meistens den Biss nehmen und dabei bleibt der Basiswert auf 50. Deswegen nehmen wir den Terrazino auf Platz 8 mit 52 Basiswert. Hier haben wir wieder einen Level 116er. Der ist übrigens wunderschön grün, passt wieder zu mir. Und er hat einen Basiswert von 52 plus den Melee Damage, den er hat, von 266. Und somit müsste der Terrazino einen Schadensausput von 138 machen. Das könnte auch ein bisschen variieren, weil die Zahlen natürlich nicht immer glatt sein. Es kann sein, dass es 139 ist oder 137. Das werden wir jetzt mal testen. Wir gehen mal ganz kurz raus aus dem Inventar. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo was finden, was wir angreifen können. Da hinten sehe ich irgendwas rumlaufen. Hier höre ich doch was Größeres. Das hört sich doch an wie... Da. Ja, wird jetzt ein bisschen blöd zwischen den Bäumen. Wir nehmen mal ganz kurz die Schildkröte. Die Schildkröte hat einen guten Panzer. Also, 138 müsste er machen. Und genau so ist es auch. 138 ist das, was er ausschlägt. Ihr seht, dass die Zweitattacke ist eigentlich keine Attacke. Das ist ja da, wo man mit Bären rauspulen kann aus den Büschen. Diese Kille mit den Pranken. Und deswegen gehört das nicht als Zweithieb. Also linke Maustaste ist der Hauptschlag mit 138 Output. Der Euteranus. Der Euteranus ist nicht nur super im Buffen seiner Tiere. Ihr wisst ja, mit dem Gebrüll könnt ihr eure Tiere buffen. Sondern er hat auch einen Schadensbasiswert von 55. Und damit reiht er sich auf Platz 7 ein. Und bei dem Euteranus, den ich im Moment habe, haben wir gerade einen Melee Damage von 308, weil er ziemlich hoch ist. Das ist wirklich ein starkes Tier. Und wenn wir das natürlich wieder rechnen, 55 mal 308%, dann kommen wir auf 169. Und das müsste er dann auch aushauen, wenn er gegen einen Dino kämpft. Ich habe jetzt gerade eben da hinten meine Kanus stehen lassen. Dann gehen wir mal ganz kurz hier unten zum Mammut. Und dann mal gucken, was der so raushaut. 169 müsste es machen. Und 169 sind es. Ihr wisst ja, ihr könnt auch natürlich sich selber buffen und damit erhöht er seinen Schaden automatisch, weil der Dino durch den Schrecken Angst bekommt und damit erhöht sich dann auch durch diesen Buff dein Schadensausput. So, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück, weil sonst nachher noch die blöden Schweinchen kommen. Und damit ist der Euteranus auf Platz 7 mit seinem 55 Basiswert. Und wer hätte es auch anders gedacht?
Der Brontosaurus. Ich musste leider auf den Kopf steigen, weil ich mit der Außenkamera den Bronto leider nicht aufs Bild bekomme, weil er zu groß ist. Und der Brontosaurus, ganz klar, mit seinem Schwanzhieb kann er nicht nur wunderbar Bären und auch Bäume niederholzen, sondern er hat einen Basiswert von 60. Und das ist schon ziemlich hoch, Platz 6 in der Kategorie. Und das ist bei diesem hier, jetzt muss ich mal ganz kurz wieder auf meinen Bronto steigen. Er hat ein Melee-Damage bei dem Level 68. Das natürlich variiert von jedem Dino zu Dino immer verschieden. Also nicht immer auf diese Werte achten. Ich rechne euch das nur einfach mal ganz kurz vor. Also das wären wieder die 60 mal 231%. Und damit kommen wir auf 138. Und dann nehmen wir mal ganz kurz hier den Raptor und ach, weiß gar nicht, was da noch daneben steht. Ja, das ist natürlich mega langsam. Also würde ich den Bronto nicht unbedingt als Kampftier nehmen, eher als Farmtier. Einen schönen Plattformsattel oben drauf schnallen, ein paar von mir Schränke oder vielleicht, ihr könnt auch einen Generator noch hinterher knallen, damit ihr Licht oben drauf machen könnt. Und somit ist der Bronto Platz 6 der Kategorie der besten und stärksten Damage-Dealer in Ark. Der Tyrannosaurus Rex. Der T-Rex hat einen Basiswert von 62 und damit ist er genau in der Mitte bei Platz 5. Wir müssen natürlich wieder darauf achten, dass der Basiswert recht hoch ist. Ich habe jetzt hier einen T-Rex Level 44, das ist jetzt nicht unbedingt so hoch, hat ein Melee-Damage-Output von 224. Und wenn man das dann wieder zusammenrechnet bei 62 mal 224%, dann kommen wir auf 138. Und das ist für einen Level 44er schon richtig hoch. Und wenn wir natürlich den Wert immer wieder hochpushen, wenn wir auf Level 100 hochgehen oder sogar noch höher und immer wieder ein bisschen auf Mini-Damage scalen, dann haben wir am Ende dann ein richtiges Kampfmonster. T-Rex ist sowieso richtig stark. So, wir werden jetzt mal ganz kurz... Ja, der eine läuft mir schon zu schnell weg. Wir werden jetzt mal ganz kurz hinten auf den Sarko losgehen. Müsste er aushauen. 138 macht er auch. Der T-Rex hat nur einen einzigen Biss. Das ist mit der linken Maustaste. Und sonst kann der auch nichts anderes. Mit der rechten Maustaste kann man dann nochmal einen schönen Schrei machen. Ansonsten hat der T-Rex nicht viele Fähigkeiten, dafür ist er trotzdem einer eben der stärksten und auch beliebtesten Dinos, die wir hier in Ark haben. Der Megalosaurus. Und willkommen in der Höhle. Der Megalosaurus ist ein ganzes Stückchen, upala, da werden wir gerade angegriffen, ein ganzes Stückchen stärker als der T-Rex. So, wir werden hier ganz kurz mal die Arbeit machen lassen. So, okay. Der T-Rex ist mit 62 ein ganzes Stückchen schwächer als der Megalosaurus, wenn der Megalosaurus hat einen Basiswert von 75. Und das ist richtig, richtig stark. Wir werden den mal ganz kurz den Sattel aufziehen. So. Und wir sind jetzt hier in der Höhle, weil man kann ja natürlich nur in den Höhlen zähmen. Auf The Island. Wir reden jetzt nicht über die Mods. Und auf The Island findet man den nur in den Höhlen. Und der hat, wie gesagt, einen Schadenausput von 75. Und das ist schon ein ganzes Stückchen. Und wir werden jetzt mal ganz kurz für euch nochmal ganz kurz die Zusammenrechnung machen. Der Megalosaurus, den ich nämlich hier gezähmt habe, der ist 180 und der hat einen Melee-Damage von 308. Und wenn wir natürlich den Basiswert wieder nehmen von 75 mal 308%, dann kommen wir auf 231, den er bei jedem Biss austeilen müsste. Jetzt gucken wir mal gerade, wo wir irgendwo irgendwem als Gegner hier finden. Irgendwo werden wir schon was finden in der Höhle. Damit ich das wenigstens euch auch noch aus... Ah, da höre ich noch was. Irgendwas zeigen kann. Ah, da kommt noch schon was.
231 ist der Output und jetzt habe ich natürlich jetzt hier ein paar Gegner mehr, als ich gedacht habe. Aber das machen wir hier locker mit unserem Monster von Tier. Bei dem Megalosaurus ist natürlich immer zu beachten, dass er Tag schwächer ist und bei Nacht erst recht aktiv ist und dann erst auch wirklich stark wird. Das werde ich euch jetzt gleich nochmal ganz kurz zeigen. Wir werden nämlich jetzt ganz kurz mal aus der Höhle rausgehen und dann zeige ich das mal ganz kurz bei Tag und einmal bei Nacht. So, es ist genau 21.38 Uhr und wir sind natürlich jetzt gegen Abend und damit ist der Megalosaurus ein ganzes Stückchen stärker und dann werden wir uns hier mal ganz kurz den Terracino vornehmen. Ihr seht, 231 ist der Output. Ist natürlich ein bisschen aufpassen, dass der Terracino auch richtig stark ist. So, jetzt warten wir ganz kurz, bis es ein Tag ist und dann werden wir dann mal das ganze Stückchen nochmal von neu machen. Werden wir uns mal hier ganz kurz die Schweinchen vornehmen. So, und jetzt ist es 10 Uhr und 11 und normalerweise wird sich... Oh, ich werde schon angegriffen, das ist schon mal super. Normalerweise würde sich der Megalosaurus jetzt zusammenziehen. Normalerweise... Oh Gott. Ihr seht, jetzt ist mein Output viel, viel, viel schwächer und auch sehr, sehr, sehr langsam. Ich drücke ganz schnell, aber der macht nichts. Weil natürlich bei Nacht ist der Megalosaurus ein ganzes Stückchen stärker, ist auch ein nachtaktiver Jäger und so, jetzt haben wir den Direwolf getötet. Ihr seht, das ist die Maximalgeschwindigkeit, die ich jetzt noch rausholen kann, ist vielleicht noch mit Shift ein bisschen schneller laufen und das ist das Ganze, was er hier noch zusammenbringt. Wenn ich nämlich jetzt absteigen würde, wird sich der zusammenziehen, weil er schlafen möchte und deswegen ist er Megalosaurus natürlich, da schläft er genau. Müsst ihr mal ein bisschen aufpassen bei Megalosaurus, dass er nämlich erst nachts wirklich stark wird und gegen morgen ist er natürlich ein ganzes Stückchen schwächer. Der Wert vom Megalosaurus hat natürlich zwei Seiten der Medaille. Tagsüber schwach, nachts sehr stark. Der Rockgolem. Wir sind jetzt zwar gerade auf Sea Island, da gibt es eigentlich gar keine Rock Golems, aber eben für das Video habe ich mir jetzt hier mal einen hingespawnt, weil ich auf diesem Server natürlich auch die Werte anhabe, die wir jetzt gerade in den ganzen anderen Videos gezeigt haben. Und das will ich natürlich nicht auf den anderen Servern jetzt nochmal umstellen, deswegen sind wir jetzt gerade mal hier. Macht nichts. Wir sehen aber jetzt gerade nur einen Stein. Natürlich, wenn der nicht in der Wüste ist, dann verwandelt er sich in so einen Stein. Und das werden wir jetzt mal wieder umstellen. So, wir müssen den nur... So, da ist es. Okay, zack. Da haben wir den netten, fetten Kerl Rock Elementar. Und wir machen Folgendes. Der Rock Elementar Platz 3 mit 120 Basisschaden. Bei einem Level 12er, den ich jetzt hier gerade habe, der hat Melee Damage 169. Das dann alles zusammengerechnet wieder mit 120 mal 169% sind 202. Und das wäre dann sein Schadensoutput. Er hat natürlich mehrere Attacken. Er hat einmal den Steinwurf und er hat einmal dieses mit den zwei Fäusten stampfen. Wir werden das jetzt mal testen, welchen Wert das richtige ist. Vielleicht machen sie das auch beides. Ich denke mal, es wird nur der Faustschlag sein. So, wir sind wieder voll und jetzt können wir mal zuschlagen. Ne? Genau, 103 ist es, nicht 102, 102,8 war es und das ist richtig, da ist es, und ihr seht, er hat mehrere verschiedene Werte, das passiert aber auch, kommt nämlich mal drauf an, wo wir den Dino gerade treffen. So. Jetzt testen wir dann mal ganz kurz auch mal den Steinwurf. ...254, das ist natürlich ein ganz anderer Wert. ...203 ist der Standardwert. Mit dem Stein ist natürlich ein ganzes Stückchen mehr. Dafür habe ich leider keinen Wert, keinen Basiswert, wie das mit dem Stein funktioniert.
Deswegen kann ich euch damit gerade nicht helfen. Aber der Standardwert mit dem Schlag sind 203 ist der Output bei meinem Dino. Und der Standardbasiswert ist 120. Da kommt leider nicht auf mehr raus. Jetzt nehmen wir den letzten Stein und machen noch den Rest hier mit dem auch noch. So. Hänge ich natürlich in dem drin fest. Ich hänge sogar im Boden drin. Okay. Wir haben es wieder geschafft. So. Und damit ist der Rock-Golem, Stein-Golem auf Platz 3 mit 120 Basiswert. Der Giganotosaurus. Der Gigant unter allen Fleischfressern. Das Monster überhaupt. Wenn man ihm begegnet, sollte man laufen. Und wenn man kann, sogar ins Wasser springen. Der Giganotosaurus hat einen Basiswert von 480. Also ziemlich hoch. Und wie ihr seht, ist er nicht Platz 1. Beim Giganotosaurus ist das ein bisschen besonders mit seiner Fähigkeit und mit seinen Werten. Normalerweise müsste man ja rechnen, die 480 mal 95, dann kommt man auf 456. Das ist aber beim Giganotosaurus ein bisschen anders und ich habe bisher leider nicht rausfinden können, warum das so ist. Wir suchen uns mal ganz kurz ein Opfer. Ich meine, ich hätte da hinten irgendwo ein paar Stegos gesehen. Also normalerweise hätte der den Damage-Output von 456 machen sollen, laut Rechnung. Da hinten sind sie genau, die Stegos habe ich gesehen gehabt. Aber er macht es leider nicht. Das habe ich schon versucht, irgendwie rauszufinden, warum das so ist. Ich habe aber leider keine Ahnung. Genau. Normalerweise hätten das 456 laut Rechnung, Basisrechnung von Ark sein müssen. Ist es aber nicht. Er macht immer weniger Schaden oder ein bisschen mehr, ich weiß nicht, der macht einfach alles total durcheinander von den Zahlen. Ich habe irgendwie keine Ahnung, ich habe das versucht auszurechnen. Da kommt mir auch was Leckeres entgegen, okay. Jetzt sind wir bei 380, gerade waren wir 200, ich glaube 56, wo ist denn der andere Stego da hinten? 380 wieder, 380. Und ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Ich weiß jetzt nicht, gegen wem ich jetzt hier noch kämpfe. Ich versuche jetzt gerade mal hier rauszukommen aus dem Wald. Basiswerte, die kommen natürlich von Ark selber und die habe ich natürlich von dort aus übernommen und bisher waren alle Rechnungen aufgegangen bisher, aber die vom Giganoto leider nicht und ich habe leider keine Ahnung, ich kann euch irgendwie nicht helfen, warum das so ist. Trotzdem ist der Giganoto immer noch der stärkste Fleischfresser und auch der größte Fleischfresser, den wir jetzt bisher hier in Ark haben. Damit gehen wir mal zu Platz 1. Der Titanosaurus. Der Titanosaurus, Name ist Programm, ist ein Titan auf dem Land. Riesengroß. Ihr seht da unten den kleinen Raptor rumlaufen. Der sieht gerade mal so aus wie mein kleiner Zeh. Ich sitze da oben, oder habe gesagt, halte hier oben den Plattformsattel fest. Riesengroßes Vieh. Fast unzähmbar, wie ihr natürlich selber wisst. Oder vielleicht meine Abonnenten nur. Einen Titan habe ich selber noch nicht gezähmt bekommen. Und den habe ich mir natürlich dann leider auch für euch entschieden für dieses Video. Macht aber nichts, es geht ja um die Informationen. Und jetzt haltet euch fest, der Titanosaurus hat einen Basisschadenswert von 1000. Ich habe jetzt hier einen Titano von Level 6, der hat ein Melee-Damage von 100%. Das bedeutet natürlich 1000 mal 100% sind wieder 1000. Das verhält sich dann aber auch wieder wie mit dem Giganoto. Der Basiswert ist, glaube ich, so ungefähr relativ. Ich weiß nicht ganz genau, wie der wieder zusammengerechnet ist. Sobald ich nämlich irgendwie eine Attacke mache, macht der weitaus mehr als 1000 Schaden. Hier haben wir einmal bei der kleinen Schlange 1500. Ich greife so übrigens sowieso alles an, was in der Nähe ist. 1550. Der Titan ist ein Gigant. Riesengroß. Macht alles kaputt, was in seinen Weg kommt. Und
Deswegen kann ich euch den genauen Wert nicht sagen. Ich nehme natürlich die Werte von ARK selber, die sie mir gegeben haben. Wie man das beim Giganotto und beim Titan ausrechnet, das ist mir immer noch nur fragwürdig. Also, wir gehen jetzt mal ganz kurz zu den Paracera. Ihr wisst ja, diese Riesenkühe. Und die sind ja schon groß, wie ihr seht. Aber natürlich, neben einem Titan wirken die wirklich wie kleine Ameisen. Und zack, ein Paracera mit Level 20 mit einem Schlag tot. So, kommt der nächste Dino. Zack, 1550. Also ich denke mal, dieser Wert wird immer nur als kleiner Basiswert am Ende auch noch genommen. Diese 1000 Schaden mal noch mehr. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie das gerechnet wird. Wie gesagt, alle Dinos, die mir jetzt bisher entgegengekommen sind, habe ich alle mit 1550 Schaden niedergeholzt. Macht aber nichts. Giganotto und Titan sind die zwei der besten und stärksten Dinos. Beim Titan muss man natürlich aufpassen, der bleibt nur 24 Stunden, wenn man das nicht eingestellt hat auf seinem Server. Und ansonsten bleibt er 24 Stunden und verschwindet dann nachher wieder oder verhungert, besser gesagt, stirbt einen weg. Man kann ihn dann nicht füttern, das kann man umstellen. Aber wie gesagt, der Titan und der Giganotto, das sind die besten und stärksten Dinos, die ihr in ARK bekommen und zähmen könnt. So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht beim nächsten Mal werde ich euch nochmal alle Flug- oder Unterwasser-Dinos erklären, welche Schaden die noch so raushauen, welche die stärksten sind. Aber da es so viele nicht unter Wasser gibt und auch nicht in der Lüfte, deswegen habe ich die einfach mal komplett rausgenommen. Also gesehen, alles nur Dinos, die auf dem Land laufen. So, meine Freunde, ich will hoffen, es hat euch gefallen. Das waren die ganzen Damage-Dealer-Boden-Dinos. Ich habe natürlich, wie schon gesagt, am Anfang keine Flugsaurier, keine Wirrwarns oder Petris mit dazugenommen, sondern nur Boden-Dinos und die man natürlich auch zähmen kann. Ihr habt gesehen, Top 3 waren der Titan, Giga und der Rock Element. Rock Element kriegt ihr natürlich bei den ganzen DLC-Maps, nicht bei The Islands, sondern DLC, das bedeutet Scorch Earth oder eben Ragnarok oder die ganzen anderen. Natürlich gibt es für die PC-Spieler viele andere Modded-Maps. Dort kriegt ihr eben die ganzen Dinos, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Keine Modded-Dinos, die habe ich nicht damit dazugenommen. Das ist natürlich schon ein bisschen unfair für die Konsolenspieler. Also alles so, wie ihr das auch im Laden bekommt oder als Download von ARK. Okay, ich stehe hier gerade auf einem schön gebauten Dach. Wenn ihr wissen wollt, wie wir sowas gemacht haben, hier unten gibt es noch ein paar andere, dann guckt mal bei mir im Kanal vorbei. Da gibt es ein paar Guides, wie wir Dächer bauen, wie man Ceilings baut, wie man Pillars baut, wie man so einiges macht. Ich habe auch ein paar Guides für Schultertiere, für Arbeitsdinos. Also gesehen, guckt mal im Kanal vorbei unter ARK Guide Tutorials. Da kriegt ihr einen ganzen Haufen voller Sachen. Und gut, Leute, das war's. Danke, der Server ist gesponsert worden von G-Portal. Wenn ihr selber einen G-Portal-Server mal mieten möchtet, kriegt ihr bei mir unten in der Videobeschreibung 5% auf euren ersten Server drauf. Und ist natürlich mal für euch ein Vorteil. Und damit sage ich dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir, dem Dex. Tschüss.